Hi, ich bin der Mario. Servus, ich bin der Stefan. Ja, und gemeinsam sind wir die Schwabenchecker. Jawohl, heute für euch auch wieder was Exklusives, wie schon angekündigt. Golf R, wie rrrr. Genau. Ich würde sagen, checken wir los, wie immer. Auf geht's, ab nach hinten. Viel Spaß. Ja, kommen wir zum Golf R, Heckpartie. Erkennen tut man das an der 4-Rohr-Auspuffanlage, die auch Serie ist und im Race-Modus dann auch ein Tick lauter wird und auch richtig gut klingt beim Schalten. In der Verbindung mit dem Weiß, finde ich, hebt sich das ein bisschen gut ab. Da sieht man das auch schön, finde ich. Ein sehr schönes, gelungenes Heck. Wir haben Voll-LED-Rücklichter zum VW-Zeichen. Da klappt, das wissen viele schon, nachher die Rückfahrkamera aus. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass man die innen drin hört, wie sie zzt und zzt macht. Ja. Das hätte man vielleicht ein bisschen leiser lösen können. Ja, okay. Kommen wir zum Kofferraum. Zack, sehr gut gelöst. Hochziehen. Geht 2,01 Meter hoch, reicht völlig, völlig aus. Was sie sehr gut gemacht haben, finde ich, dass das Wanddreieck hier oben drin sitzt. Dann kommt man schnell ran. Gut gelöst. Ja, Kofferraumvolumen haben wir unumgeklappt oder nicht umgeklappt. 343 Liter. Das reicht völlig aus. Wenn wir umklappen, das tun wir jetzt. Zack, hochdrücken. Zack, auf die Seite legen. Hier nach vorne drücken. Was ich sehr gut finde, ist dieses rote Zeichen. Das sagt mir, wenn ich es wieder zurückklappe, ob das auch richtig zack, verriegelt ist. Und das finde ich gut, weil ansonsten, wenn es nicht so ist, kann sein, dass man beim Bremsen nach vorne fliegt und das ist nicht so gut. So, einmal, zack, und hier auch relativ einfach, nicht mit viel großen Kraftaufwand. Zack, nach vorne klappen, dann haben wir die 1233 Liter. Das ist genug, um auch mal umzuziehen etc. Wir haben noch eine Durchlade bzw. einen Skisack, dass wir in Skiurlaub können. Das ist auch gut, weil er hat Allrad, das heißt Schnee, gar kein Problem. Ja, wir haben hier rechts und links haben wir noch Fächer, da können der Waageheber rein, da kann der Verbandskasten rein. Sonst gibt es hier keine Ablagen. Was wir hier noch haben, ist ein flaches, ich sag mal, das ist 10 cm hoch. Da geht ein bisschen was rein, Einkaufskorb zum Ausklappen. Ersatzrad haben wir keins. Wir haben ein Pannenset, fertig aus. Spart auch Gewicht. Haha. So, ja, Tankvolumen haben wir 55 Liter und rein muss das Super Plus. Jetzt würde ich sagen, Stefan, gehen wir vor zur Rücksitzbank. Bis gleich. Ganz einfach zum Aufmachen. Was ich sehr gut finde, ich steige mal ein, das sieht man hier, das ist dieses Carbon-Dekor. Und das, finde ich, ist gut und sieht gut aus und es ist auch Serie. Finde ich sehr schön gemacht. Wir haben hier noch Leder auf der Tür drauf. Ich bin, wie gesagt, 1,80, das wisst ihr ja mittlerweile. Ich habe nach oben, ja, ich sage mal, noch 10 cm Luft. 1,90, okay, dann wird es schon ein bisschen knapp. Ich bin gerade gefahren, das heißt, nach vorne mit 1,80 zu 1,80, gar kein Problem. Da haben wir genug Platz. Mir fehlt es ein bisschen eine längere Sitzposition für meine Schenkel. Ich gehe mal rüber, Stefan. Wir haben Kinder Isofix. Halter, ganz einfach gelöst, hier rausziehen, dann kann man das hier einklemmen, ganz einfach, super gelöst. So, was ich jetzt zum Beispiel nicht so gut finde, was mir hier fehlt, das ist eine 12 Volt Steckdose. Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder mit in den Urlaub gehen, die können nichts anschließen, also hier ist nichts da, wo man auch schön was reinstecken kann. Da müsste man dann vom Kofferraum aus oder von vorne aus ein Kabel verlegen, ja. Also da hätten sie ruhig einer hinmachen können, okay. Und ansonsten, ja, gibt es von hinten jetzt viel zu sagen, man sitzt hier gut. Wir haben hier noch LED-Beleuchtung, schwarzer Himmel. Ach ja, danke Stefan, er hat gerade gezeigt. Mittelarmlinie, sehr gutes Gimmick. Man kann hier die Breite von der Flasche verstellen. Das heißt, wenn wir eine breite Flasche haben, machen wir das nach hinten, zack. Da passt ja so ein richtiger Brummer rein, ja, so eine halbe Liter Glasflasche.
Und dann hat man bloß eine etwas dünnere Flasche, macht man das einfach nach vorne. Zack. Und dann hebt die einwandfrei. Ich finde, das ist gut gelöst und auch einfach und verständlich. Ja? Super. So, machen wir wieder zu. Die Kopfstützen sind Serie, 3 Stück. Ab nach vorne zum Cockpit. Bis gleich. Ciao. Ja, kommen wir zum Armaturencheck. Ich finde ein sehr, sehr schönes Lenkrad. Was ich auch gut finde, dass es hier unten abgekantet ist. Und da steht auch gleich R drauf, damit wir wissen, worin wir sitzen. Sehr gut gelöst finde ich, dass wir hier 2 verschiedene Varianten haben. Hier haben wir ganze Bordcomputerbereich, rechts und links die Assistenzsysteme. Das heißt, wir müssen nicht hier nach dem Hebel suchen. Wir können alles hier mit den Fingern machen. Vor vielleicht kurz zurechtfinden, weil wir haben hier ja, ein paar Möglichkeiten, das Ding zu bedienen. Aber es ist einfach, wenn wir hier zum Beispiel drauf gehen, zack, rechte Funktion, können wir hier suchen, was möchte ich, Navigation oder sonst irgendwas. Das seht ihr nochmal hier, zack, Audio, Telefon, Fahrzeugstatus, Laptime, Fahrdaten, Assistenzsysteme, drücken wir OK. Und dann ist hier jede Menge an Bord. Zack, wenn wir runtergehen, Lane-Assistent, Blindspot, Ausparkhilfe, Frontassistent für einen Crash. Also wirklich, da ist hier alles drin. Das gibt es alles. Wirklich gut gemacht. Das Display ist auch sehr schön. Wir haben Pedals. Rechts zum Hochschalten, links zum Runterschalten. Lenkrad ist in der Höhe und in der Länge verstellbar. Das ist auch Serie. Sowie auch die schönen Pedalen. Siehst du sie hier unten, Stefan? Zack. Die sind auch Serie. Elektrische Außenspiegel haben wir auch. Wir haben 4-fach elektrische Fensterheber. Das ist auch Serie. Ja, wir haben DSG an Bord. 6 Gänge haben wir. Die Fahrmodien können wir hier wählen, indem wir hier auf Mode drücken. Dann gibt es Eco, jawohl. Dann gibt es Komfort, Normalbereich und Race. Und im Race merkt man dann, dass sich wirklich alles verstellt. Das Lenkrad wird direkter, die Dämpfer werden direkter, er nimmt das Gas direkter an. Und der Auspuff wird natürlich lauter. Yeah, für uns Schwabenchecker immer gut. Ja. Der Klavierlack, der ist auch Serie. Das gehört alles zu der Serienausstattung, sowie natürlich auch dieses Touch-Display. Das ist alles serienmäßig mit dabei. Der Schlüssel hat hier noch, schön, wenn man das sieht, so ein schönes R-Emblem. Ja, finde ich auch ein schönes, kleines, gutes Detail. Wir haben auch Keyless Go hier an Bord. Das heißt, öffnen ohne Schlüssel in die Hand zu nehmen und einzusteigen und zu starten. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr zu machen. Ja. Wir haben hier noch 2 Getränkehalter. Das können wir zumachen. Hier noch schön zur Ausstattung Napa Carbon. Die kostet extra. Ja, kommen wir zum Handschuhfach, das finde ich recht groß ist. Da passt einiges rein. Es ist auch klimatisiert. Das ist Serie. Man kann es aber auch auf und zu machen. Ja, wir haben hier sämtliche Möglichkeiten, wie CD einzulegen. 2 SD-Karten können wir hier einschieben. Und wir können hier Münzen etc. reinstecken. Also genügend Platz vorhanden und auch sehr gut zu erreichen. Ja, machen wir wieder zu. Was wir hier noch vorne haben, da geht der Stefan jetzt hin. Wir können den Beifahrer-Airbag separat ausschalten. Wenn jemand sein Kind auf dem Beifahrersitz mitfahren möchte. Der Beifahrersitz ist nur mechanisch verstellbar. Ja, könnte eigentlich auch elektrisch sein, so wie der Fahrersitz auch. Ja, und ansonsten würde ich jetzt sagen, gehen wir ab nach vorne zur Front. Bis gleich. Ja, kommen wir zur Front. Und ich finde, das ist richtig gut gelungen. Es ist jetzt nichts Aggressives, sehr Auffälliges, aber ich finde mit diesem Chrom und mit diesem Glänzen und Chromrand, also finde ich richtig gut gemacht. Wir haben hier das ganze Abstandswarnsystem verbaut und rechts und links sitzen jeweils die Ladeluftkühler drin. Ja, des Weiteren haben wir Serie Bixenon-Scheinwerfer. Wir haben LED-Tagverlichter bzw. diese Doppel-U-Form. Ja. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. R und nicht R-Line, das ist der Unterschied. Da steht dann noch Line hier dabei, hier erkennt man, das ist original. Na, jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Motorcheck. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Motor. Wir haben hier 2 Liter Hubraum, haben 300 PS bzw. 380 Newtonmeter Drehmoment. Die fangen an bei 1800 und gehen bis 5,5. Der wird weit über 250 rennen, wenn er nicht begrenzt wäre, nämlich das ist er. Und den Spagat auf 100 macht er in, sag's mir Stefan, 4,9 Sekunden mit dem DSG. Ja, Verbrauch geben sie an, 7 Liter, die haben wir nicht geschafft. Also wir lagen 9 bis 10. Wir schaffen es halt einfach nicht runter. Ne? Ja, gut, manuell können wir das Öl prüfen. Das heißt, wie früher, klassisch Stift rausziehen
und wir sehen, wie viel Öl noch drin ist, weil das ist wichtig, das braucht er. Es ist ein Turbo, wieder wichtig, Fahrten warm und Fahrten auch wieder kalt. Dann hebt euch dieses Aggregat da hinten drin wesentlich länger. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Fahrcheck. So, der Stefan checkt jetzt den Golf R. Ja, erstmal hier mit diesem Modusschalter umschalten auf den Race-Modus. Zack. Merkt gleich, Drehzahl geht nach oben. Geil, schönerer Klang. Runter, gell? Ja, man merkt, dieser Sound-Symposer macht richtig schöne Klang. Natürlich haben wir unsere Schaltwippen am Lenkrad. Das ist für mich persönlich, ich finde es einfach toll, wenn man am Lenkrad schalten kann. Ja, ja. Man hat es im Griff. Ja, man hört es, wenn man runterschaltet. Ja, übrigens den Sound-Symposer, den kann man ausschalten, wenn es nervt. Das sieht schon gut an, ne? Super. Man hat unten raus ein kleines Turbo noch. Ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist Schmecker noch vor dem Niveau, aber man merkt, dass er kurz braucht, bis er in die Puschen kommt. Ja, geschwind das rausziehen. Genau. Ah, da muss man geschwind. Ja. Aber schön runterschalten mit Zwischengas. Liegt auch gut, ja. Das macht echt Spaß. Liegt Rechtskurve. Gut. Bremse, man hat ein gutes Bremsgefühl. Die packt nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach an. Also man hat es gut im Griff, das Ganze. Aber Außenbeschleuniger, V-Motion. Ja, klingt schon gut, ey. Ja, der macht schon Spaß, ey. Ja, okay, macht schon Spaß. Ja, wir haben das Grinse. Ja, ja. Checker-Grinse. Wir haben alles mit LED-Lichter, habe ich noch gesehen. Schwingspiegel, alles LED, ist schön. Ah, haben sie gut gemacht. Der Sound macht schon Spaß, das muss ich schon sagen. Das macht halt VW schon. Extrem kurze Schaltzeiten. Ja, ziemlich lang, wir wissen das. Ergonomisch finde ich auch gut gemacht, gell? Also, also man fühlt sich sofort irgendwie wohl. Halt man weiß halt, was wo sitzt. Unterschalten. Ja, jetzt würde ich sagen, Mario, Fahrerwechsel. Was ich nur sagen wollte, Lenkung ist auch wirklich in Ordnung. Also nicht zu direkt, auch nicht zu indirekt. Ja, jetzt warte mal geschwind. Jetzt gehen wir mal auf den Komfortmodus. Jetzt guckst du ja gleich mal durch die Lenkung. Okay. Jetzt kommen wir nämlich gleich auf den Kreisverkehr. Ja. Man merkt und gleich. Man merkt schon die Lenkung. Alles wird leiser. Der Sound ist weg. Ja, der Sound-Symposer ausgeschaltet. Und ich denke, so kann man auch lange Strecke wirklich. Ja, das ist halt dieser Spagat. Lang fahren. Zwischen gebe ich mal Gas und. Ja, ich höre nichts mehr. Ja, Schleise. Jetzt. Ich höre nichts mehr. So leise, das machen wir raus, machen wir es wieder weg. So Kreisverkehr. So, umschalten auf den Race-Modus. Und ja, Und schön wieder Sound. Also ganz klar, der Race-Modus ist mein Modus. Ja, das glaube ich, das machen wir auch. So, also, jetzt Mario, jetzt bist du mal dran. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Checker, Freunde, ja. Läuft. Stefan checkt, ob alle Kameras gehen. Er braucht unten raus ein Stück, merkt man. So, er geht erst ab 1800 so richtig los, obwohl es bei mir gefühlt über 2 ist. Ja? Aber alles schön direkt. Er hat eine kleine Gedenksekunde, aber wenn er dann kommt richtig. Passt schon, 300 PS. Da geht schon was. Diese Lenkradkante mir, ich hätte es gerne ein bisschen runter gehabt, das Lenkrad. Aber alles super zu erreichen. Die Schaltpedals halt, ne? Super. Reagiert ratzfatz, gell? Selber runterschaltet, echt toll. Der ist immer schön die Drehzahl im Zwischengas. Achtung! Ja, macht da alles selber. Ja. Und das dämpfende Blubbern. Ja, der blubbert schön. Ist schon schön. Ist halt echt ein Fanout. Und gasmäßig, der nimmt sofort, ich drück da nur. Sofort. Ja, wenn die Gedenksekunde weg ist, dann. Rechtskurve. Gibt er die Feuer. So. Alles macht er schon gut. Oh, aus der Kurve aus. Erster Gang. Vor Motion. Sensationell. Ja, macht schon Spaß. Ja. Also auch ergonomisch, wie gesagt, alles an seinem Platz. Ja. Man kann hier sitzt angenehm, wie gesagt. In den Komfortmodus gehen, mache ich jetzt mal. Ja, der Seltenheit könnte. Zack, sofort geht alles runter, er wird leiser. Es fühlt sich alles gut an. Ja, sicher, guck mal, jetzt drücke ich halbes Gas durch und er schaltet gar nicht. Ja? Also das ist wirklich, dieser Unterschied ist schon sehr spürbar und ich finde aber auch ein gutes Spagat zwischen. Komfortmodus. Ja. Alles schön gediegen, sanft, ruhig. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier, zack, Race. Zack. Zack, und runter. Ja, super. Ah, macht tierisch Laune, das Ding. Das Zwischengas, Bremse. Ja, wie gesagt, für mich könnte sie einen Tick stärkeren Druckpunkt haben, dass sie mir ein bisschen mehr Gefühl von der Fahrbahn rüber gibt. Aber ansonsten, soweit okay. Okay. Blick nach hinten, geht. C-Säule ist halt brutal breit. Dafür haben wir halt dann in dem Fall die Rückfahrkamera. Ja. Optional. Doch, macht wirklich Spaß. Schön. Tote Spiegelwarnhammer. Scheiße, tote Winkelwarnhammer. Ja, der Spiegel ist tot.
Spiegel ist tot. Ja, also ist auch mit dabei. Also von dem her. So. Gut. Jetzt beschleunigen wir einmal noch aus dem Kreisverkehr hier raus. So, zweiter Gang. Ich würde sagen, bis gleich. Ciao. Ciao. Schwabenchecker Fazit zum Golf R. Hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Oh ja, ja. Mal wieder mal was Schnelles. Eine Powermaschine. Jo. Also mein Fazit, man kann ihn wirklich komfortabel fahren, indem man auf den Komfortmodus geht. Absolut. Da kann man auch lange Strecke fahren damit. Und wenn man richtig Alarm will, Spaß will, einfach den Race-Modus. Ja. Und dann Attacke Bonanza. So macht schon Spaß. Ja. Genau, zu den Daten. Was wiegt der 1,4 Tonnen? 1,48. Genau, genau. Klar, ist nicht der leichteste, aber die ganze Allradtechnik, die wiegt halt einfach. Ja. Und dafür geht er echt gut vorwärts. Die Verbrauchsangaben von 7 Liter kann man vielleicht im Komfortmodus, wenn es optimal läuft, kann man es erreichen. Ja. Aber reell sind, denke ich mal, so 10 Liter würde er schon brauchen. Wenn man hier im Kurzstreckenverkehr, Stadtbetrieb. Genau, genau. Aber das Leistung kostet Geld. Ansonsten ein schöner, kompakter Sportwagen. Ja, man hat trotzdem noch ein schönes Raumgefühl. Und wenn man Spaß will, geht es richtig vorwärts. So ist es. Genau. Ja, zu den Kosten. Könntest du was sagen? Ja gut, Kosten vielleicht zur Inspektion. Klassenüblich 300 bis 400 Euro. So würde er kosten, je nach Umfang. 174 Euro Steuern kostet. Machen wir geschwind Versicherungscheck. Wir liegen bei SF5. Das sind 45% bei knapp 980 Euro. Ja, SF10 geht es weiter. Da sind wir immer noch bei 780 Euro. SF15, ja, da sind wir so bei 35%. Sind wir noch bei knapp 650 Euro. Und jetzt bei uns so mit SF20, das sind 28-29%, sind wir bei, ich sag mal, bezahlbare 580 Euro im Monat. Boah, das wäre ein bisschen viel. Im Jahr. Ich finde, das geht eigentlich. Ja, okay. Also für den Spaßfaktor. So ist es. Vertretbar. Passt. Vom Auto selber her, ich vergleiche jetzt mal den Platz ein bisschen mit der A-Klasse. Da finde ich, da hat man hier ein bisschen mehr Platz vom Raumgefühl her. Gut, bedingt durch Design. Ja, ja, designmäßig. Aber ich finde, ja, man hat einfach ein bisschen mehr Platz. Vom Ton her gefällt er mir ein bisschen besser. Er ist nicht ganz so blechernd. Das ist jetzt wieder Geschmackssache. Das andere batscht gut. Ja, er ist halt einfach ein bisschen zurückhaltender, dumpfer. Genau. Und Vergleich zur A-Klasse, die scheppert halt ein bisschen mehr raus. So ist es. Aber ist auch geil. Ja? Ja. Aber mir hat das so ein bisschen mehr gefallen. So genau. Persönliche Sache. Ansonsten, Grundpreis sind knapp 39.000 Euro. Nach oben hin. Es geht locker über 50. Der lag jetzt auch so knapp bei 50.000 Euro. Also, ja. Trotzdem sehr zufrieden, hat Spaß gemacht. Genau. Ich würde sagen, Golf R gecheckt. Gecheckt. Wir sehen uns bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Uns ist warm. Genau, bis Ciao. Bald. Ciao. Ja, hi. Die Schwabenchecker sagen natürlich noch Danke ans Autohaus Weber aus Walderstadt bzw. Herrenberg, da wo das Auto herkommt, Leonberg und Kalf, für die Bereitstellung des Fahrzeuges. Das macht auch nicht jeder mit. Das ist echt eine geile Leistung, eine geile Sache von euch. Wir begeistern Menschen, in dem Fall habt ihr uns auch begeistert. Ja, ich hoffe, wir bekommen mal wieder ein Auto, es hat sehr viel Spaß gemacht. Tolles Auto, ich bedanke mich. Vielen Dank, Autohaus Weber. Bis bald. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach und lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterverfolgen möchtet, könnt ihr das tun über Facebook, YouTube und Instagram. Da bekommt ihr immer News, Infos, Videos, was wir so treiben, wo wir sind. Ja, wir sagen Danke. Jetzt gibt es noch 3 Videos für euch zum Anschauen. Habt viel Spaß und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao!